Ich freue mich sehr, dass ich heute die Gelegenheit habe, ein bisschen was über unser Geschwader und unseren Standort zu erzählen und will dann auch gleich mal versuchen, ob ich denn die PowerPoint hier auch hinbringe. Ja, das denke ich, sollte zu sehen sein. Dann Gut, fange ich ja. mal an. Dann fange ich mal an. Und jetzt das Weiterklicken noch klicken würde. Ja, für den Fall, dass eben bei dem einen oder anderen der Ton noch nicht ganz aufgeschaltet war, hier nochmal ein kleiner Überblick über meinen Lebenslauf. Das Wesentliche hat der Ludwig schon gesagt, deswegen können wir über die Folie relativ schnell hinweggehen. Als ergänzende Info vielleicht noch, dass ich verheiratet bin und zwei Kinder habe, die unter dem Schulsystem, wie es in meiner Heimat hier in Niedersachsen, wo ich noch wohne, unter dem, was hier schulisch geboten wird, leider doch gelitten haben. Ich hoffe, dass sich das jetzt etwas bessert. Ich habe meinen Vortrag in vier Bereiche gegliedert und möchte dann doch zunächst mit dem Standort anfangen, denn das hier ist ja ein Online-Vortrag. Und wenn wir das irgendwo in der Region gemacht hätten, dann wäre auf jeden Fall naheliegend, dass alle, die sich hier eingeklinkt haben, dann auch aus der Nähe kommen, wenn man ja doch nicht hunderte von Kilometern fährt. Da das aber online ist, ist es ja nicht so sicher. Da kann sich ja auch der ein oder andere von weiter weg hier eingeschaltet haben, was ja auch sehr erfreulich ist. Aber damit der dann auch weiß, wo das LTG 63 überhaupt liegt, habe ich ein paar Folien, die das räumlich nochmal darstellen. LTG 63 liegt genau zwischen den Meeren, zwischen Nord- und Ostsee, im schönen Schleswig-Holstein, zwischen Schleswig und Rendsburg. Der Standort ist auf zwei Bereiche aufgeteilt. Ich werde nachher nochmal sagen, warum das so ist. Wir haben den Flugplatz, der zur Gemeinde Hohn gehört, und die Kaserne, die zur Gemeinde Alt-Duvenstedt gehört. Die nächstgrößere Stadt ist Rendsburg, zu der wir natürlich auch eine sehr enge Verbindung haben. Der nächsten Folie sehen Sie nochmal dargestellt den NATO-Flugplatz Hohn und die Kaserne, die Hugo-Junkers-Kaserne. Kaserne. Zu meinem Standortbereich gehört noch ein wenig mehr außer diesen beiden Liegenschaften. Hier ist der Standortbereich mal auf der Karte gezeigt. Auch dazu gehören zwei Standortübungsplätze, Hohn und Krummenort. Als ich hier ins LTG 63 versetzt worden bin, dachte ich mir, zwei Standortübungsplätze, was will denn ein Lufttransportgeschwader mit Standortübungsplätzen? Denn die Transportflieger, die sind ja überall zu Hause, nur nicht auf dem Truppenübungsplatz. Aber es hat sich dann doch relativ schnell herausgestellt, dass es viele andere Einheiten in der Region gibt, die diese Standortübungsplätze und vor allem die Schießanlage, die wir auch haben, rege nutzen. Die ist auch auf einem absolut top neuesten Stand. Und daher ist es gut, dass wir das haben und das Gelände liegt auch gar nicht brach, sondern da ist wirklich was los. Auch wenn relativ selten Transportflieger dort vorzufinden sind. Zu dem Standortbereich gehören manchmal auch die Werften Lürsen und Nobiskrug. Das allerdings nur dann, wenn ein Militärschiff dort einlegt zur Wartung, Reparatur. Dann ist es militärischer Sicherheitsbereich und dann bin ich als Standortältester da auch irgendwo ein bisschen für zuständig. Soweit zum Standort. Gehen wir über zur Geschichte. Bei Geschichte fange ich mit dem Flugplatz an. Der Baubeginn des Flugplatzes Hohn war der 8.9.1939. Da sind 1200 Bausoldaten und 1000 Zivilarbeiter angerückt und haben angefangen, in die Moorlandschaft den Flugplatz zu bauen. Die Bedingungen, ein paar Fotos sieht man hier, das war sicherlich nicht alles so leicht. Und wenn ich Ihnen dann noch erzähle, dass am 13.02.1940 die Temperatur
dort minus 32,9 Grad betragen hat, dann können Sie sich vorstellen, dass das sicherlich kein einfaches Unterfangen war. Die Bauarbeiten wurden dann allerdings im Mai 1940 gestoppt. Möglicherweise hing das damit zusammen, dass die Wehrmacht dann angefangen hat, Dänemark und Norwegen zu besetzen. Vielleicht, also entweder hat man die Truppen woanders gebraucht oder man hat gedacht, man braucht den Flugplatz nicht mehr, das weiß ich alles nicht. Auf jeden Fall wurde erstmal ein Baustopp verhängt. Weiter ging es dann erst wieder 1944. Die Baumaßnahmen wurden wieder aufgenommen. Allerdings bis zum Kriegsende wurde der Platz nie richtig fertiggestellt. Die Engländer haben dann nach dem Krieg alles, was da war, möglichst komplett auseinandergenommen. Teile der Start- und Landebahn wurden auch wieder, wurden sogar, wie ich gelesen habe, in der Ostsee versenkt, dass ja nichts übrig blieb von dem Platz. Auf den beiden Fotos sehen Sie eine Luftaufnahme von, ich denke, 1945 oder 44, gegen Ende des Krieges jedenfalls war sie. Und rechts sehen Sie den Platz, wie er heute aussieht. Beide Bilder sind nach Norden ausgerichtet, und Sie können schon mal erkennen, dass der heutige Flugplatz Hohn mit der Start- und Landebahn, wie er damals angelegt worden ist, nicht mehr wirklich viel zu tun hat. Der heutige Platz wurde, der Baubeginn für den heutigen Platz war 1961 und er sollte nach NATO-Standard gebaut werden. NATO-Standard hat damals bedeutet, es war für Jetflugzeuge vorgesehen, dieser Flugplatz, Bahnlänge mindestens 8000 Fuß, das sind gute 2,5 Kilometer. Es waren Shelter für die Jetluftfahrzeuge geplant und die Rollwege waren auch eigentlich, oh nee, nicht eigentlich, sondern die waren auf Jetluftfahrzeuge ausgelegt. Deswegen sind die für einen Transporterplatz relativ schmal. Und zu der damaligen Zeit üblich, wie ich eben erwähnt habe, wurde der Flugplatz und die Kaserne räumlich getrennt. Was es auf anderen Transportfliegerplätzen auch nicht gibt, aber NATO-Standard für Jetplätze war das so, dass die beiden Liegenschaften voneinander getrennt waren. Im Mai 1967 wurde dann Richtfest gefeiert. Und der Flugplatz ist natürlich etliches ausgebessert worden, aber im Großen und Ganzen sieht er seit 1961 bis heute so aus, wie Sie es da auf dem Bild mehr oder weniger sehen. Ich springe etwas in der Geschichte, beziehungsweise das, was ich Ihnen gerade gesagt habe, kann man hier nochmal sehen. Ergänzend dazu wurde dann der Kasernenbereich in Brummenort 1962 bis 1966 gebaut. Und Richtfest habe ich schon gesagt, des Flugplatzes im Mai 1967. Jetzt springe ich ein bisschen in der Zeit zurück, denn wir kommen zum ATG 63. Der Flugplatz ist schließlich fertig und ich habe Ihnen gerade gesagt, der hat sich dann nicht mehr so sonderlich viel geändert in all den Jahren. Das Lufttransportgeschwader 63 aber wurde am 15.12.1961 in Celle in Dienst gestellt. Und zwar wurde aus der zweiten Staffel des Lufttransportgeschwaders 62 wurde die erste Staffel des Lufttransportgeschwaders 63. Hier einige Aufnahmen von der Indienststellung aus Celle und ein Bild des ersten Kommodores, Oberstleutnant Willy Barts. In der Folgezeit zum Januar 1963 war dann das Geschwaderpersonal komplett aufgefüllt und am 31.01.1963 waren auch 43 Noatlas-Luftfahrzeuge dem Geschwader zugewiesen worden. Hier sehen Sie Noatlas und dass es 43 waren, kann man sicherlich erahnen, wenn man das linke Bild sieht, wie viele da von den 43 gleichzeitig in der Luft war und eine Formation geflogen sind.
Am 1.9.1967 begann dann die Verlegung des Verbandes von Celle nach Hohn. Zu diesem Anlass hat es in Celle einen großen Appell gegeben. Der war damals noch mitten in der Stadt. Große Verabschiedung aus der Innenstadt von Celle. Und die Luftfahrzeuge haben dann nach Hohn verlegt. Am 17. Juni des Jahres ging ein Vorkommando, hat angefangen, den Flugplatz vorzubereiten. Im Oktober 1967 war dann die Verabschiedung aus Celle. Zu dem Zeitpunkt, oben rechts auf dem Bild zu sehen, war Oberst Horst Rudert, der Kommodore des Lufttransportgeschwaders 63. Die erste Nora, das ist das Bild unten links, das Sie sehen, wurde von Oberst Rudert am 1.9.1963 dann nach Hohn geflogen. In den Jahren 68 bis 1970 fand dann die Umrüstung des Luftfahrzeuges auf Transall C-160 statt. Hier einige Aufnahmen, links oben die ersten des Geschwaders, rechts davon auch zu sehen, die damalige Lackierung. Wenn Sie mein Hintergrundbild gut im Auge haben, werden Sie feststellen, dass sich diese Luftfahrzeuge ähnlich sehen. Das ist aber bei weitem nicht das Gleiche, sondern hinter mir ist die neu designte unsere Retro-Brummel, die wir anlässlich der Auflösung und des Tag des Bundeswehres bemalt, lackiert haben und die den ehemaligen und ersten Luftfahrzeugen ähnlich sehen sollte. Was mit der Noratlas passiert ist, das sehen Sie auf dem kleinen Bildchen unten rechts. Die ist nämlich unter anderem auf einen Sockel gekommen. Die anderen wurden dann entsprechend verschrottet. Derzeit gibt es noch, meine ich, eine Flugpflege in Frankreich, die gelegentlich auch mal bei uns vorbeischaut zu besonderen Anlässen. Weiter geht's. Im Jahre 1972 bis 1990 wurden weitere Luftfahrzeuge ergänzend zu den Transalls in Hohn stationiert. Das war die Do 28 Skyserment. Hier einige Bilder. Wie gesagt, bis 1990 waren die Luftfahrzeuge als Verbindungsflugzeuge für kleinere Strecken und Versorgungsflüge zusätzlich in Hohn stationiert. Und was 1990 passiert ist mit den Luftfahrzeugen, sehen Sie wieder auf dem Bild. Unten in der Mitte ist dann nämlich wieder auf einem Sockel gelandet. Wir kommen zum Jahr 1993. Dann wurde nämlich die UH1D, und zwar wurde das Hubschraubergeschwader 64 in Ahorn aufgelöst. Und einige der Hubschrauber wurden dem Lufttransportgeschwader 63, nämlich der zweiten Staffel, unterstellt. Und zwar insgesamt 24 Stück. Die sind dann von 1993 bis 2010 beim LTG 63 ebenfalls geflogen. Hier ein paar Bilder der Luftfahrzeuge, die auch die im Wesentlichen SAR-Dienst geleistet haben, aber auch in vielen Auslandseinsätzen unterwegs waren, unter anderem im Kosovo bei KFOR. Etliche Jahre waren Luftfahrzeuge stationiert und unvergessen natürlich, man sieht es auf dem Bild unten links, die Aufnahme, die Fernsehserie Die Rettungsflieger, die über den SAR-Hubschrauber, der in Hamburg stationiert war, über viele, viele Jahre sehr erfolgreich im deutschen Fernsehen, ich meine im ZDF, gelaufen ist. Ja, Ende 2020 ist mit der UH1D das Gleiche passiert wie mit den beiden anderen Luftfahrzeugmustern, von denen ich schon berichtet habe. Sie ist nämlich auf einem Sockel gelandet. So, um jetzt nicht den ganzen Arm zu sprengen mit dem, was das LTG 63 alles gemacht hat, denn das davon könnte ich natürlich wirklich wahrscheinlich tagelang berichten, habe ich mich auf vier Schwerpunkte einfach mal konzentriert, nämlich die großen Einsätze des Lufttransportgeschwaders 63, wo Luftfahrzeuge über längeren Zeitraum an Standorten auch im Ausland stationiert waren. Das sind nämlich die vier.
Einmal UNSCOM im Irak von 1991 bis 1996. Das hat das LDG 63 zusammen mit den Schwesterverbänden LDG 61 und 62 gemacht. Man ist damals von Bahrain aus geflogen. Bis zu diesem Zeitpunkt hat die Transall schon mehrere Einsätze für die UN geflogen. Dieser Einsatz war allerdings tatsächlich der erste, in dem die Luftfahrzeugbesatzungen und die Luftfahrzeuge einen UN-Status innehatten und auch komplett durch die UN geführt worden sind. Parallel dazu begann dann 1992 der Einsatz SFOR/KFOR auf dem Balkan. In dieser Zeit, ab Juli 92, fing das dann an. Man ist nach Sarajevo geflogen, ist über Bosnien geflogen. So wie das Luftfahrzeug damals halt gebaut war, als einfaches Transportflugzeug, völlig ungeschützt, bis zum 6.2.1993. Da ist dann nämlich Folgendes passiert: Dann wurde nämlich auf ein Luftfahrzeug des Lufttransportgeschwaders 62 eine Boden-Luftrakete abgeschossen, die auch das linke Triebwerk getroffen hat. Und beim Zerlegen des Triebwerkes sind Splitter des Triebwerkes und des Propellers in den Rumpf eingedrungen und haben den Ladungsmeister damals schwer verletzt. Es ist der Besatzung gelungen, sowohl das Luftfahrzeug wieder heil nach unten zu bringen, und dem medizinischen Personal ist es gelungen, den Ladungsmeister wieder vollständig zusammenzuflicken, sodass er tatsächlich auch wieder bis zu seiner Pensionierung in den Flugdienst, am Flugdienst teilnehmen konnte. Allerdings hatte das zur Folge, dass man jetzt wirklich in kürzester Zeit die Luftfahrzeuge mit einer Selbstschutzausstattung bestückt hat, die im vorderen Cockpitbereich aus Kevlarmatten bestanden hat. Und auch da, wo der Ladungsmeister sitzt, ist, wurden Kevlarmatten eingebaut, um Beschuss von Kleinkaliberwaffen abzuhalten. Und es wurden Täuschkörperanlagen eingebaut und Radar-Warning-Receiver, die erkennen, wenn das Luftfahrzeug durch Radar getrackt wird und auch die erkennen, wenn das Luftfahrzeug mit Raketen beschossen wird, um dann entsprechende Täuschkörper auszuschießen. Das sieht man auf dem Bild rechts oben. Der längste Einsatz begann dann aber im Jahre 2002, nämlich zunächst für die Transportflieger in Termiz und Usbekistan, für die Versorgung der ISAF-Truppen. Das waren insgesamt 12 lange Jahre, wo Luftfahrzeuge bis zu 6 Stück an der Zahl zunächst in Usbekistan und dann später in Mazar-e-Sharif stationiert waren. In dieser Zeit haben die Transall, die dort stationiert waren, über 40.000 Flugstunden produziert für den ISAF-Einsatz. Ja, 2014 hieß es schon, dass das Lufttransportgeschwader 63 sehr bald aufgelöst werden wird. Deswegen gingen alle davon aus, das wäre der letzte längere Einsatz. Dem war dann aber mitnichten so. Es hat noch nicht mal 2 Jahre gedauert. Da kam der nächste Großeinsatz auf das Geschwader zu, nämlich es ging nach Niamey genau genommen, von 2016 bis gerade 2021, also bis vor 2 Wochen. Da ist das letzte Luftfahrzeug dann endlich zurückgekehrt. Dort haben die Luftfahrzeuge 2 Stück an der Zahl mit Besatzungen gestanden, um Medevac-Flüge durchzuführen und auch im Rahmen freier Kapazitäten dann Lufttransport zu machen. Insgesamt wurden in dem Zeitraum 4.250 Flugstunden geflogen und 76 Medevac-Einsätze durchgeführt. Wir haben natürlich noch viel, viel mehr gemacht. Es gab Hilfseinsätze in Afrika und wirklich überall auf der Welt. Wir hatten auch einen 3-monatigen Einsatz in Australien. Das habe ich jetzt alles gar nicht erwähnt, weil es die Zeit einfach auch nicht wirklich hergibt. Das würde alles sprengen heute Abend. Kommen wir zur aktuellen Situation. Wie sieht es im Lufttransportgeschwader 63 im Moment aus? Wir haben derzeit noch 560 Geschwaderangehörige, Soldaten, Soldatinnen und zivile Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die im LDG 63 ja noch ihren Dienst verrichten.
Das sind aber nicht alle Soldaten, die am Standort sind. Wir haben hier auch noch einige andere, die hier in meiner Kaserne und am Flugplatz beschäftigt sind. Das sind natürlich einmal die Feuerwehr mit 70 Kräften. Dann haben wir noch das Sandversorgungszentrum aus Kropp mit einigen Soldaten, das Bundeswehrdienstleistungszentrum, einige Kleindienststellen. Die Gesellschaft für Flugdienstdarstellung ist am Flugplatz in Hohn noch stationiert. Und ein großer Batzen, na, die Zahl, die ich bin nicht so ganz da unten, das Ausbildungskompanie des C-Bataillons in Eckernförde, sind im Moment 200 Soldaten, aber geplant laufen wir dann doch wohl auf bis zu 600, die im Moment noch als Gäste in unserer Kaserne sind. Dazu werde ich dann nachher aber noch etwas mehr sagen. Was tun wir noch? Ja, wie gesagt, bis vor 14 Tagen waren wir noch mit zwei Luftfahrzeugen in El Niamey im Einsatz. Vielleicht haben Sie der Presse entnommen, die Rückkehr des Luftfahrzeuges. Bis zum Jahresende ist es jetzt allerdings keineswegs so, dass wir nichts mehr zu tun haben. Wir haben noch diese drei Kernaufträge. Einmal die Durchführung des geschützten Lufttransportes, Lufttransport im Rahmen NATRKM. Ich werde gleich genau sagen, was das ist. Und die Unterstützung von Spezialkräften. Ich gehe auf diese drei Bereiche etwas genauer ein auf den nächsten Folien. Was ist mit geschütztem Lufttransport gemeint? Immer dann, wenn jetzt außerhalb eines Einsatzgebietes meistens eine wichtige Person irgendwo hinfliegen möchte, wo man nicht ganz sicher ist, ob uns alle, die dort sind, wirklich freundlich gesonnen sind, muss man dort ein Luftfahrzeug hinschicken, das sich zumindest in einem gewissen Rahmen selber schützen kann. Diese Fähigkeiten sowohl gegen Infrarotraketen als auch gegen radargelenkte Raketen hat derzeit im Moment bisher nur die Transall. Und deswegen wird sie immer genommen. Hier als Beispiel, wir waren in letzter Zeit mehrfach mit dem Außenminister in Tripoli. Ist zwar immer nie was passiert, Gott sei Dank. Es sind ja auch immer alle der dort Beteiligten darüber informiert, dass man kommt. Nur Sie wissen sicherlich, haben den Medien entnommen, wie unsicher die Lage in Libyen tatsächlich ist. Da weiß man natürlich nie, ob sich A, alle an das halten, was abgesprochen ist, und B, ob es alle überhaupt wissen. Ein weiteres Beispiel für diese Flüge waren Flüge in den Irak. Und diese Aufträge werden wir bis zum Jahresende weiterhin durchführen. Das nächste mit der Abkürzung hinter NATRKM verbirgt sich nationales Risiko- und Krisenmanagement. Darunter verstehen wir eigentlich die Rückführung deutscher Staatsbürger aus dem Ausland, wenn es denn geboten ist. Dafür gibt es drei Varianten. Einmal, die Lage in einem Land wird ungemütlich für Deutsche, dann gibt es eine Aufforderung des Auswärtigen Amtes an diese Deutschen, dort auszureisen. In dieser Phase werden dann zivile Unternehmen entweder gechartert oder die fliegen sowieso und die nehmen dann die deutschen Staatsbürger auf. Wenn die Lage schon nicht mehr so gut ist oder die zivilen Airlines irgendwann sagen, nee, da fliegen wir nicht mehr hin, dann kommt es zu einer sogenannten diplomatischen Evakuierung. Für uns bedeutet das eine schnelle Luftabholung. Das bedeutet, dass der Flugplatz noch unter Kontrolle der dort vorhandenen staatlichen Regierungsorgane oder wem auch immer ist, also jemand, der uns wohlgesonnen ist, dass wir dorthin fliegen können und unter Eigenschutz, Selbstschutz die Kräfte, die dann von der Botschaft und Botschaftspersonal oder Konsulatspersonal vorher sortiert und aufgenommen worden sind, dann ausfliegen können. Sollte die Lage nicht mehr so sein, dass der Flugplatz wirklich so sicher ist, dass man da einfach so hinfliegen kann, würde die nächste Stufe gezündet, eine militärische Evakuierung. Dann wird ein doch nicht unerhebliches Kräftekontingent dort in dieses Land oder an den Platz oder in ein Nachbarland zumindest geflogen, das dann sicherstellt, dass der Flugplatz, an dem man dann die Menschen, die deutschen Staatsbürger oder auch Staatsbürger verbündeter, befreundeter Staaten aufnimmt, dass der dann durch militärische Kräfte gesichert wird. Das hatten wir bisher noch nicht. Diplomatische Evakuierung oder schnelle Luftabholung hatten wir schon mehrmals. Die letzte war im Südsudan. Und wenn Sie links unten die Zeiten sich angucken, dann können Sie sich vorstellen, von welchem, dass sowas ausgesprochen schnell geht.
Und ich weiß nicht, warum es so ist. Der 10.7., der Alarmierungstag, war natürlich ein Sonntag. Ja. Es wird dann zwar am Ende der Woche schon mal so ein vorsichtiger Hinweis gegeben, es könnte sich was entwickeln, aber los geht es dann irgendwie immer am Sonntag. Und tatsächlich haben wir dann am nächsten Montag die ersten Flugzeuge und das erste Personal losgeschickt. Und die ganze diplomatische Evakuierungsoperation, die war dann schon am 14.07. abgeschlossen. Ja, insgesamt wurden 153 Menschen aus Juba nach Entebbe ausgeflogen. Wir hatten drei Luftfahrzeuge im Einsatz. Auch dieses würden wir bis zum Jahresende durchführen, sofern es denn nochmal dazu kommt. Ein weiterer Auftrag, den wir auch noch bis zum Jahresende haben, ist die Unterstützung von Spezialkräften. Was wir da genau machen, da kann ich jetzt an der Stelle nicht wirklich oder nicht detaillierter darauf eingehen. Allerdings ist es in dem Bereich relativ ruhig geworden, denn Sie haben ja sicherlich mitbekommen, dass die Spezialkräfte im Moment doch eher mit sich selbst beschäftigt sind. Und deswegen ist es in dem Bereich im Moment relativ ruhig. Nichtsdestotrotz kann da bis zum Ende des Jahres ja auch noch mal was passieren. Wenn wir, jetzt könnte man natürlich sagen, ja gut, die ganzen Sachen, die er aufgezählt hat, die werden ja jetzt nicht mehr gemacht oder kommen dann vielleicht. Das heißt, die haben da nichts zu tun. Nee, dem ist mitnichten zu. Ich habe jetzt mal so ein paar Bilder aufgezeigt, was wir denn machen, wenn diese drei Kernaufträge, und die ich Ihnen eben vorgestellt habe, wenn die halt eben nicht abgerufen werden, dann machen wir nämlich nach wie vor Lufttransport an alle möglichen Ecken dieser Welt, also hauptsächlich Europa natürlich, aufgrund der Größe und Reichweite des Luftfahrzeuges. Und wir setzen Fallschirmspringer reichlichst ab. Das heißt, meine Männer und Frauen sind schon noch beschäftigt. Den Teil meines Vortrages möchte ich mit diesem Bild abschließen. Das ist keine Fotomontage. Da sind mal die Generationen der Luftfahrzeuge, die derzeit noch am Fliegen sind, alle auf einem Bild. Unten die NOATLAS. Das ist das verbleibende Modell, das in Frankreich noch betrieben wird. Unsere Transall und der A400M, der im großen Schwerpunkt die Aufgaben der Transall schon ja, deutlich übernommen hat. Ich komme zum letzten Teil meines Vortrages, nämlich was passiert denn ab dem Jahr 2021? Das kann ich Ihnen sagen, wird nicht passieren. Die Hugo-Junkers-Kaserne wird zum Jahresende durch die Marine übernommen. Ich habe Ihnen ja schon gesagt, dass wir derzeit noch Gäste des Seebataillons haben, 200 plus an der Zahl. Die werden weiter aufwachsen, die Kameradinnen und Kameraden. Und so wird die Marine zum Ende dieses Jahres die ja, Federführung über die Kaserne übernehmen und das Nachkommando des Lufttransportgeschwaders 63, das dann noch aus ca. 120 Soldaten bestehen wird, wird dann sozusagen Gast in dieser Kaserne sein. Der Flugplatz, auch jetzt vor einigen Monaten entschieden, wird auch nicht so ein Ende nehmen, wie Sie es auf dem Bild oben links sehen. Die Luftwaffe hat sich entschieden, dass dieser Flugplatz weiter betrieben wird als Ausweichflugplatz. Wir werden bis zu 40 Stunden die Woche soll der Platz geöffnet bleiben. Dazu wird eine Flugplatzstaffel installiert am Platz. Flugplatzstaffel mit ca. 60 Dienstposten. Diese Flugplatzstaffel wird dem taktischen Luftwaffengeschwader 51 Immelmann in Jagel unterstellt werden. Ja, zu dem Dienstposten, also zu diesen 60 Dienstposten gehört dann Personal für den Flugverkehrskontrolldienst, also Tower und Radar, Pioniere und alles, was man so braucht, um einen Flugplatz in Schuss zu halten. Wie ich bereits erwähnt habe, als Ausweichflugplatz für die hauptsächlich in Norddeutschland gelegenen Jetplätze, aber auch, wir haben ja am Standort, am Flugplatz Hohn, die Gesellschaft für Flugzieldarstellung stationiert. Die Gesellschaft für Flugdienstdarstellung hat 14 Learjets, die sie betreibt, ausschließlich im Dienste der Bund oder für die Bundeswehr.
Und die wird natürlich dann auch weiter Flugbetrieb vom Flugplatz in Hohn aus durchführen. Ja, werte Zuhörer, das beendet mein Parforce-Ritt durch die Geschichte, den Standort, die aktuelle Situation des Geschwaders. Und ich freue mich jetzt, Ihnen gerne die ein oder andere Frage zu beantworten. Nehme dazu meine PowerPoint zunächst mal wieder aus. Wenn wir nachher auf eine Folie irgendwie noch mal eingehen sollen, kann ich die ja noch mal einschalten. Dann Feuer frei. Ich sehe, Sie sprechen, Herr Ludwig, aber höre nichts. Ja, bitte, die Frage kann jetzt gestellt werden. Die erste Frage ist, welche Rolle spielt das LTG 63 im Abzug der Truppen aus Afghanistan? Im Moment, nach jetziger Lage keine. Das wird durch den A400M durchgeführt. Es gibt so eine Notfallplanung für den Fall, dass da sich die Luftfahrzeuglage beim A400M verschlechtert. Das kann ja, Sie wissen, es kann immer mal passieren, dass eine Störung bei Luftfahrzeugen auftritt, die eine ganze Flotte sofort lahmlegt, weil das dann überprüft werden muss. Das hatten wir für die Transall auch schon mehrere Male in den letzten Jahren zwar nicht, aber kann immer mal vorkommen. Und für den Fall, dass das beim A400M vorkommen würde, würden wir dann einspringen, soweit es geht. Aber wenn es nach Plan läuft, werden wir nicht dabei sein. Ja, vielen Dank. Ich habe dann noch eine weitere Frage. Und zwar geht es jetzt ganz aktuell oder konkret um Corona. Hat das LTG bei der Rückführung im Frühjahr 2020 von Touristen oder wie auch immer oder anderem Personal eine Rolle gespielt? Nein, haben wir nicht. Das wurde nach meinem Kenntnisstand ausschließlich zivil durchgeführt, diese Rückführungsaktion. Also das Ja. LTG 63 war auf jeden Fall nicht an derartigen Rückführungen beteiligt. Es ist aktuell so, wenn ich mal den Schwenk machen darf, dass wir natürlich dann meistens die Flugbereitschaft bzw. das Lufttransportgeschwader 62 Soldaten, die an Covid erkrankt sind, aus den Einsatzgebieten zurückholt, in der sogenannten Medivac-Rolle. Diese Fähigkeit haben wir, nachdem wir so lange in Niamey im Niger aufrechterhalten haben, haben wir die jetzt abgegeben und das übernehmen jetzt die anderen Geschwader. Vielen Dank zu der Frage und der Antwort natürlich. Die nächste Frage, die hier hochgepoppt ist, eine persönliche Frage. Was verbinden Sie persönlich mit dem LTG? Haben Sie eine Geschichte für uns, die die Bedeutung und Leistungsfähigkeit im besonderen Maße darstellt? Ah, also wenn ich jetzt meinen Werdegang betrachte und nochmal die Folie sehen würden Sie erkennen, dass ich meine ganze fliegerische Karriere im Lufttransportgeschwader 62 verbracht hatte in Wunsdorf. Und bin dann nach Stabsverwendung im Ministerium und im Kommando Luftwaffe als Kommodore in Hohn eingesetzt worden. Ich war da jetzt nicht, bin da jetzt nicht ganz unbekannt hingekommen, denn ich hatte schon in den Jahren davor, als ich noch in dem Stab tätig war, Kompetenzerhalt weiter auf dem Luftfahrzeug. Das heißt, man darf einige Stunden oder muss einige Stunden im Jahr auf dem Luftfahrzeug fliegen, um seine Lizenzen zu erhalten. Und nachdem es im LTG 62 dann keine Transalls mehr gab, weil die umgerüstet haben, war ich als Kompetenzerhalter beim LTG 63. Das heißt, die kannten mich schon ein wenig und ich kannte schon ein wenig was des Verbandes. Dann bin ich da aber als Kommodore hingekommen und habe tatsächlich festgestellt, das ist wirklich ein super Laden, sehr familiär irgendwie aufgebaut, relativ locker im Umgang, aber
Jeder weiß, wann er was zu tun hat. Und wenn es darauf ankommt und es ist dann mal wirklich ein Einsatz im Gange, dann sind alle sofort wieder mit 100% dabei. Was vorher alles so ein bisschen locker war, wird dann ernst und dann wird höchste Leistungsfähigkeit dargeboten. Und das hat mich schon sehr, sehr, sehr beeindruckt. Also ich bin wirklich ausgesprochen gerne Promotore dieses Verbandes und bin ein bisschen stolz darauf, dass die mich so lange ertragen haben. Und ich habe zumindest den Eindruck, dass sie ganz gut mit mir klarkommen. Dankeschön. Wir haben eine weitere Frage, Herr Horst, die ja, ich gerne Sie weiterreichen möchte. Und zwar heißt es hier: Wie haben Sie die Rolle des Flugplatzes Hohn für die Region wahrgenommen? Beziehungsweise wie nehmen Sie diese heute immer noch wahr? Ja, also das ist auch irgendwie eine ganz tolle Sache, weil egal wo ich war und vor der Corona-Zeit war ich viel bei Außenveranstaltungen unterwegs, in der Region eingeladen, in den Standortstädten Hohenalt-Ubenstedt, Rendsburg, Kiel, überall unterwegs. Und egal, wen ich getroffen habe, alle haben nur mit großer Begeisterung und leuchtenden Augen über die Transall und das Geschwader berichtet. Es gibt ja auch nicht so gut wie keine Lärmbeschwerden oder sonst irgendwas. Egal, wo man hinkommt, alle freuen sich, dass die Transall hier fliegt. Und wir haben, egal was wir machen, riesen Zuspruch. Als wir für unsere 400.000. Flugstunde ein Luftfahrzeug mit der Sonderlackierung versehen haben, war ja dann auch ein Radiosender vor Ort, der das dann an dem Tag begleitet hat. Da sind die Zuhörerzahlen durch die Decke gegangen an dem Tag und die positiven Feedbacks. Das wird ja heutzutage, ist ja Radio nicht nur ein Mensch hinter einem Mikrofon, sondern das wird ja mit Videos und Webauftritten und so weiter begleitet. Überall nur positivste Resonanz. Und das ist der Eindruck, der sich für mich hier von dem Flugplatz in der Region einfach total gefestigt hat. Also alle sind irgendwie, entweder sie nehmen es gut hin oder sie sind begeistert. Vielen Dank. Zwei weitere Fragen habe ich. Ich fange mit der ersten gestellten mal an. Herr Oberst, welche strategischen Gründe gab es, den Airbus 400 nicht beim LTG 63 in Hohn zu stationieren, sondern eben, wie bekannt, in Hunsdorf, ne? Ja, also das waren ja, ursprünglich waren zwei Flugplätze geplant als Stationierungsort für das Luftfahrzeug, nämlich das LTG 62 und das LTG 63 in Hohn. Nachdem dann aus finanziellen Gründen die Anzahl der Luftfahrzeuge, die man zunächst kaufen und dann betreiben wollte, das war nämlich ursprünglich mal deutlich über 60 oder 60, dann immer weiter zusammengeschrumpft ist bis auf 40, war irgendwann klar, 40 Luftfahrzeuge, da lohnen sich zwei Flugplätze nicht. Und da musste man sich zwischen Hohn und Wunsdorf entscheiden. Jetzt liegt Wunsdorf erstens ein bisschen zentraler in Deutschland, denn die Haupteinsatzgebiete für den Lufttransport, die gehen nun mal nach Süden runter. Außerdem hatte der Platz in Wunsdorf zwei Start- und Landebahnen. Das heißt, man konnte dort, wenn man dort den Platz herrichtet für den A400M, immer noch auf einer Bahn weiter Betrieb durchführen. Und das waren letztendlich sicherlich die Gründe, warum man sich für das LTG 62 und gegen das LTG 63 damals, also gegen den Standort entschieden hatte. Wären es mehr Flieger geworden, wären sicherlich beide Standorte betrachtet worden. Die andere Frage von Herrn Hendrik Goßmann geht vielleicht so in die gleiche Richtung. Ich lese sie trotzdem mal vor und gebe sie weiter. War die Stationierung der zusätzlichen A400M jetzt in Bayern beziehungsweise der gemeinsam mit Frankreich betriebenen deutschen C-130J in Hohn jemals in Betracht gezogen worden? Das sind ja zwei Fragen. Ja. Ich sage mal so, in den Überlegungen, wo man diese zusätzlichen Luftfahrzeuge stationiert, war natürlich auch Hohn als Platz mit drin. Aber ja, da muss man natürlich sagen, das ist ja oder sollte ja, soll ja eine internationale Staffel werden, wo auch Partner sich beteiligen.
Und als die Abfrage dann stattfand, wer denn da Interesse hat, waren die einzigen, die Interesse bekundet haben, in dieser gemeinsamen Staffel teilzunehmen, waren Staaten aus Südosteuropa. Und keiner zum Beispiel aus der Nordregion. Und folglich hat man dann irgendwann, um vielleicht auch diesen Entscheidungsprozess ein bisschen oder das denen ein bisschen leichter zu machen, hat man den Flugplatz in der Südregion gewählt, als den Nationen klarzumachen, für euren Lufttransport, der ja dann immer normalerweise aus dem Heimatland stattfinden soll oder im Großteil aus dem Heimatland stattfinden soll, ist es sicherlich ungünstig, wenn die ganzen Flugzeuge erstmal quer durch Deutschland fliegen müssen, um da runterzukommen. Ja, und deswegen war klar, das wird ein Platz in Süddeutschland werden. Was die C-130-Staffel anbetrifft, hat das andere Gründe. Wenn wir die nach Deutschland geholt hätten, wäre Hohn sicherlich die erste Wahl gewesen. Aber politisch war es so, dass dieses Luftfahrzeug, dessen Bedarf anerkannt worden ist, dass man das noch braucht, nämlich um die Lücke zu schließen unterhalb des A400Ms, dieses Luftfahrzeug war politisch nur durchzusetzen, wenn es multinational, also mindestens mit einem anderen weiteren Partner betrieben wird. Und die Franzosen hatten schon Verträge geschlossen, C-130 zu kaufen. Und Deutschland durfte sich gerne anschließen. Und anschließen bedeutet natürlich dann nicht, ihr kommt zu uns, also nach Deutschland, sondern wir schließen uns an. Und dann blieb natürlich nur ein Standort in Frankreich. Und der damalige Inspekteur hatte die Wahl, entweder keine Flugzeuge oder Flugzeuge in Frankreich. Und da hat er sich für Flugzeuge in Frankreich entschieden. Und deswegen kommen die nicht nach Rot. Ja, danke, Oberst. Herr Thomas, stopp. Erstmal Hendrik Gößmann hat mir eine Frage vorweggenommen, die ich gestellt hätte. Er fragt nämlich, wird es nochmal ein Abschiedsfest beziehungsweise einen Tag der offenen Tür in Hohn geben? Ja, der Tag der offenen Tür, der wäre am Tag der Bundeswehr. Also wir haben uns dafür beworben, haben auch dann nach dem Kampf den Zuschlag bekommen am 12. Juni. Das sollte ein großes Abschiedsfest auch für die Region werden. Mit 20.000 plus Gästen hätten wir gerne gehabt. Aber leider hat die Pandemie dazwischen gehauen und schon im Februar wurde entschieden, dass dieser Tag der Bundeswehr nur virtuell stattfinden wird. Wir werden an dem Tag, kann man sich dann da auch natürlich einklinken, um zu sehen. Wir werden uns eine Viertelstunde vorstellen mit all den anderen Standorten an diesem Tag, aber keine Großveranstaltung. Intern werden wir tatsächlich hoffentlich ein Abschiedsfest im September machen, allerdings nur für Geschwaderangehörige und einige wenige Gäste aus außerhalb, eben langjährige Freunde des Geschwaders, denn auch da ist keine Großveranstaltung möglich. Und ob das im September überhaupt so stattfinden kann, das steht auch noch in den Sternen. Somit muss ich leider alle enttäuschen. So ein Tag der offenen Tür, den hat leider die Pandemie aufgefuttert. Eine weitere Frage von Herrn Thomas Klingbeil. Ist denn in der Planung, irgendwann mal vielleicht ein neues Flugzeugmuster auf dem Flugplatz Hohn zu stationieren? Also, Oder? auch dazu gibt es nur Ideen. Also, es werden sicherlich das eine oder andere, die Bundeswehr plant schon noch neue Luftfahrzeuge zu beschaffen, sei es Eurodrone oder Luftfahrzeugen zur signalerfassenden Aufklärung. Die sind aber noch in einem Beschaffungsplan und Plan heißt in der momentanen Lage keineswegs, dass die gekauft werden. Und wenn sie dann gekauft werden, muss man entscheiden, an welchen Standort sie kommen. Das waren jetzt schon zwei Wenns oder Abers. Da ist sicherlich Hohn eine Option mit den Möglichkeiten, die man hier am Platz hat. Aber die Entscheidung, was wann wirklich wohin kommt, ist ja doch ausgesprochen vielschichtig und wird auf politischer, also mindestens auf militärpolitischer Ebene getroffen. Eine weitere Frage, Herr Oberst, und zwar, wie wird mit einer militärgeschichtlichen Sammlung des Geschwaders umgegangen? Verbleibt diese in der Hugo-Junkers-Kaserne oder gibt es da irgendwie einen Traditionsnachfolger?
Ja, wir werden unsere Traditionsstücke aufteilen. Ein Teil wird in die große Sammlung in Wunsdorf gehen, das ist die U52-Halle. Und die haben auch schon etliche oder die haben die wesentlichen Stücke des LTG 61 dort auch schon aufgenommen. Und weitere Teile werden in ein kleines Transall-Museum in Hohn an die Transall. Dort werden ein paar Container aufgestellt. Die Transall in Hohn, die man ja besichtigen kann, wird sicherlich vielen oder dem einen oder anderen bekannt sein. Und auch dort werden wir noch einige Stücke aus dem Geschwader ausstellen. Da sind wir gerade dabei zu verteilen, was wo zu wem hinkommt. Jetzt sind keine weiteren Fragen im Chat zu lesen. Deshalb erlaube ich mir, eine Frage zu stellen. Wir wissen alle, dass Schleswig-Holstein einst das Bundesland mit der höchsten Bundeswehrdichte war. 1980 zum Beispiel waren hier 62.000 Soldaten stationiert, 23.000 Zivilbedienstete. Wir hatten 6 fliegende Verbände von Heer, Luftwaffe und Marine. Die Bundeswehr war neben dem Land der größte Arbeitgeber. Und ein Wirtschaftsfaktor natürlich auch. Wird sich das irgendwie auf die Standorte Hohn, Altduvenstedt negativ auswirken oder wird die Delle möglicherweise durch das Seebataillon aufgefangen werden können? Also, da bin ich sicherlich der falsche Ansprechpartner. Das müssen Sie vielleicht den einen oder anderen Bürgermeister fragen. Was ich Ihnen allerdings sagen kann, ist, als ich hochkam, war ja schon klar, dass das Lufttransportgeschwader aufgelöst wird und dass die Soldaten dann halt woanders hingehen werden. Aber bei den Einführungsgesprächen mit all den Bürgermeistern haben die ja ein bisschen was von ihren Orten erzählt und alle haben mir gesagt, ja, sie haben große Baugebiete ausgewiesen und überall waren alle Bauplätze schon verkauft. Ich mir gedacht, Mensch, wie kann das sein, wenn hier die ganzen Soldaten weggehen und hier sind alle Bauplätze werden verkauft? Also so schlimm wird das dann nicht werden, offensichtlich, wenn die Soldaten weggehen. Ob man das wirtschaftlich merkt, also sicher wird man es irgendwo wirtschaftlich merken, aber ich habe nicht den Eindruck, dass irgendwo in den umliegenden Gemeinden deswegen was zusammenbrechen wird. Und viele der Soldaten, die hier stationiert waren, die werden, wenn sie jetzt nicht in Pension gehen, weil wir haben doch einen relativ hohen Altersschnitt, viele derer, die hier am Standort waren und ewig am Standort waren, die werden ihre letzte Zeit auch pendeln, wenn sie eine neue Verwendung bekommen. Das heißt, die bleiben mit ihren Familien da. Also ich glaube nicht, dass hier ein großes Wegziehen stattfinden wird. Nun gibt es im Chat doch noch 2 weitere Fragen. Ich nehme mal die erste, die gekommen ist. Ist die unsichere Lage im Baltikum ein sinnvoller, möglicher Grund für den Erhalt des Flugplatzes Hohn? Denn das Baltikum und Hohn ist ja nicht so weit weg. Ja, aber ich denke mal, die Entscheidung, den Platz zu erhalten, hat nichts mit dem Baltikum zu tun gehabt, sondern das hat wirklich was damit zu tun gehabt, dass die Anzahl der Flugplätze, die Bundeswehr zur Verfügung hat, ja immer weniger und weniger werden. Und dann auch den Verantwortlichen irgendwann klar geworden ist, dass wenn ein Platz erstmal zugemacht ist, und zugemacht wird, man ihn nie wieder aufmachen kann aufgrund der ganzen luftfahrtrechtlichen Genehmigungen, die neu gestellt werden müssen. Das ist der eigentliche Grund, warum der Platz erhalten worden ist. Also ich denke nicht, dass man da auf das Baltikum geschaut hat. Ja, eine weitere Frage aus dem Chat. Was passiert eigentlich mit den Sockelflugzeugen? Verbleiben die oder gehen die auch nach Wunsdorf? Nee, das ist ganz unterschiedlich. Okay. Die Do 28, also die wird nach, nageln Sie mich nicht fest, ich meine nach Lechfeld gehen, also nach Süddeutschland auf jeden Fall. Ich habe jetzt genau vergessen, wo genau hin. Bei der No Atlas hatten wir tatsächlich ein paar Interessenten, die die haben wollten. Die ist allerdings in einem so schlechten Zustand, dass die wahrscheinlich dann nicht übernommen wird. Die U52, die vor unserem Casino stand, die ist ja schon abtransportiert und wieder von einem privaten Sammler neu top renoviert und restauriert worden. Und die Transalls werden auf dem Sockel bleiben. Ja, vielen Dank, Herr Oberst. Es gibt derzeit weiterhin keine weiteren Fragen im Chat. Sollte das jetzt nicht mehr der Fall sein, dann schlage ich doch vor, dass wir uns gemeinsam für die
hochinteressante letzte Stunde zu bedanken haben. Ein alter Spruch im Militär ist derjenige, das einzige Beständige im Militär ist der Wandel. Und auch in diesem Jahr wird ein stolzes und renommiertes Geschwader gehen. 60 Jahre im Dienst, ich habe es vorhin angesprochen, Sie auch. Davon 54 Jahre in Schleswig-Holstein und immer im weltweiten Einsatz auf allen Kontinenten. Ihren großen Tag der Bundeswehr haben Sie ja 2016 gehabt. Ich hatte das Vergnügen, selbst dabei sein zu können. Und der NDR hat 40.000 Gäste gezählt bei tollem Wetter. Das ist auch ein Beweis nach meiner Einschätzung für das Ansehen und den Respekt, den sich das Geschwader im Laufe seiner Geschichte erworben hat. Bleibt zu hoffen, dass alle Angehörigen des Geschwaders, ob in Uniform oder in Zivil, eine Zukunft haben werden, die ihren Wünschen weitgehend entspricht. Sicherlich, Personal ist immer eine große Verantwortung für den Kommodore. Das wissen wir. Und bleibt mir nur noch Ihnen, verehrter Herr Oberst, für Ihre hochinteressanten Ausführungen ganz herzlich zu danken. Ich schließe dabei auch alle Angehörigen ein, die seit Aufstellung des Geschwaders dort gedient haben. Ich möchte auf die, in der Kirche ist es auch immer so, die Abkündigungen, ich möchte auf die nächste Veranstaltung des Gesprächskreises Sicherheitspolitik hinweisen. Am Donnerstag, den 3.6., sicherlich genauso interessant wie heute Abend, um 19 Uhr, eine Vortragsveranstaltung mit dem Gesprächskreis Innenpolitik über das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, das ja gerade mit Blick auf die Pandemie in der letzten Zeit wieder in das Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt ist. Der Spiegel hat das Amt vor nicht langer Zeit als vergessenes Amt bezeichnet. Ich kann mir vorstellen, dass es jetzt wieder mehr in den Fokus rückt. Über eine Teilnahme würde ich mich sehr freuen, meine Damen, meine Herren. Bleiben Sie der HR-Akademie und den Gesprächskreisen bewogen. Aber jetzt erst einmal genießen Sie morgen einen hoffentlich vergnügten und optimistischen Feiertag im Rahmen der gegebenen Umstände. Einen guten Heimweg muss ich Ihnen nicht wünschen. Sie sind ja alle zu Hause. Ihnen, Herr Oberst, nochmal ein ganz, ganz herzliches Dank und alles Gute persönlich für Sie und das Geschwader. Dankeschön. Danke, Herr Ludwig. Ich hoffe, ich habe mit meinem Vortrag die Erwartungshaltung soweit erfüllt. Der Nachteil an so einer Online-Veranstaltung ist ja, dass man, auch wenn man die Bilder sieht, aber die Menschen relativ klein sieht, man sieht niemand, der die Augen rollt oder den Kopf schüttelt oder die Hand vor die Augen hält bei dem, was man erzählt. Insofern kann man am Ende des Tages dann nur hoffen, dass es in Ordnung war. Also auch Ihnen einen schönen Abend und bleiben Sie alle gesund. Ich konnte das nicht beobachten. Ich habe eben gerade einen Admiral Otto gesehen, der applaudiert hat. Das ist doch der beste Beweis, dass das gut war. Sehr schön. Vielen Dank nochmal. Gut, gerne. Machen Sie es gut. Danke.